Moin und herzlich willkommen zurück bei Lies auf Planke. Wir klettern mal wieder. Nachdem wir das letzte Mal wieder abgestürzt sind, ne? Ich, nicht ihr. Ich. Kleiner, aber feiner Unterschied. Aber wir haben ja zum Glück herausgefunden, wir können springen. Und ich habe mal nachgeguckt. Ich habe, glaube ich, jetzt knapp 9 Stunden in diesem Spiel. Und ich wusste nicht, dass man springen kann. Ich habe wahrscheinlich irgendwo einen Tooltip übersehen. Würde ich jetzt nicht ausschließen. So, okay, aber zum Glück ist der Weg ja noch halbwegs frei. Das heißt, wir müssen gleich nur noch diesen dicken Dude da vorne erledigen, der noch mein Ergo hat. Wenn ich nicht schon wieder runterfallen würde, wie so ein Vollidiot. Ja, Mann. Was mache ich denn? Was mache ich denn hier? Ja, toll. 5, 6.000 Euro weg. Oh, das ist so ätzend. Es macht gerade keinen Spaß. Also ich hatte immer schon das Gefühl, dass... Ja, ich weiß, Elden Ring. Ich hatte immer schon das Gefühl, dass Elden Ring nicht so wirklich für die Plattform gemacht ist. Ne? Hast du dann besonders gemerkt bei... unter Lane, wenn du zur Frenzy Flame da runter möchtest. Aber ich weiß nicht, selbst das habe ich nach 6 Stunden geschafft. Aber hier habe ich gerade irgendwie das Gefühl, da kann ich 8 Stunden hier verbringen und das wird immer noch nichts. So, die machen wir jetzt mal direkt weg, weil ich werde wieder runterfallen. So, eins, zwei. Warum habe ich dich nicht geblockt? Drei. Aber mein Ergo ist noch da? Da hatte ich gerade gar nicht aufgesammelt. Oder wird das nur diminished, also wieder weniger, wenn ich dann noch mal sterbe. Das wäre echt. Nein, 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 was mach ich denn? Jetzt laufe ich auch noch in die falsche Richtung, wie so ein Vollidiot. Oh, ja, sicher. Nee, ich bin gerade echt ein bisschen. Ich bin gerade von mir selber genervt. Weil ich nicht weiß, warum ich so ein Kappes mache. So, komm hier. Und zack. Und das war das falsche Ding, was ich benutzt habe. Okay, daneben. Du bist weg. Moment, aber dann kann ich jetzt mal versuchen, ob ich hier... Nein, ich kann da nicht drüber springen. Schade. Ah, das erinnert mich wirklich sehr an Cordyceps. Das muss irgendwas in der Art sein. Daneben. Was mache ich? Ich will das nicht mehr. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt hatte ich gerade noch 3000 Ergo da rumliegen. Jetzt habe ich noch. Ja, es wird also weniger von Tod zu Tod. Ist ein interessanter Ansatz. Finde ich. Ja, finde ich fair. Weil wenn ich hier so ein. Wenn du so ein Kappes machst, wie ich hier gerade, dann. Hör mal, dann ist das einfach fair, dass dein Ergo weg ist. Was willst du da machen? Nee, ich mache hier gerade einfach. Das ist gerade einfach nicht gut, was ich hier mache. Nee, und dann kannst du auch sagen, ja, Junge, geht gut. Sonst Ergo weg. So, kommt. Zwei auf einmal. Und.
So, sehr schön. So ein bisschen mehr an Fernkampfzeug wäre, glaube ich, auch ganz toll gewesen. Okay, der ging zum Glück daneben. Der ging auch daneben. Der hat getroffen. So. Sternfragment. Ich glaube, ich könnte auch demnächst nochmal wieder gucken, dass ich meine Waffe nochmal aufgerüstet kriege. So, jetzt du, schäbiger Lump da vorne schon wieder. Wenn ich nicht so fucking idiotisch wäre. Wusa. Wusa. Ist ja schlimmer als jeder Bosskampf, den ich bisher hatte. Ist ja, ist einfach, dann ist. Warum macht man so Abschnitte? Ich bin noch nicht gut in sowas. Ich bin generell nicht gut in Souls-Likes. Aber ich dachte, mein Hauptproblem wären immer noch die Gegner und nicht Dachbalken. Ja, gut, immerhin kriegen wir hier langsam Routine drin. Komm hier. Zack, 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 zack. Und weg. Hund. Zum Glück kriege ich immer noch genug Attributswiderstandsampullen. So. Troller, komm her. Zack, zack. So, Brudi, du kommst auch her. Komm. Geht doch. Immerhin ist dann Ergo mittlerweile bis hierhin gekommen. Sehr gut. So. Der haut ja nochmal zu. Das ist jetzt auch egal. Das ist jetzt alles egal. Ich will nur hier durch. So. Du bist dahin. So, und du musst jetzt einmal bitte werfen. Oder auch nicht. Also ich mal. Ja, der wirft natürlich genau dazwischen. Ich werfe jetzt auch mal deinen Kopf, Junge. Okay, das war nicht gut. So. Und jetzt kriegst du aufs Maul. So, bin ich jetzt neugierig. Wenn da jetzt gleich irgendwie der Balken bricht, wenn ich da lang laufe, dann brauche ich einen neuen Controller. Weil dann fliegt er. Fucking Sternfragment. So. Der Dude hängt da unten immer noch. Der da aber echt trainierte Arme, ne? So, okay. Einmal kurz zujammern. Und jetzt gehen wir hier runter. Dann hoffe ich, dass hier gleich irgendwie die ganze Chose mal in hat. Was eine Aktion! Ich Gott, ja, genau. Fucking cool, Labyrinth. Muss ich hier überhaupt lang? Ja.
Nein, 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 nein. Ich will nicht mehr. Ich dachte, das wäre vorbei. Und dann ging das aber genauso beschissen weiter. Da hat das Spiel mich einfach gerollt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, hier so schnell wie möglich durchzurennen. Ich ignoriere die Dudis da unten jetzt. Das ist egal. Nee. So, die muss ich leider. So, der Dude, der da kommt, den muss ich leider auch. So, ich vergesse halt manchmal, dass ich bei einem einfachen, schweren Angriff halt diesen Schritt nach hinten mache. Kann doch nicht so schwer sein. Das kann doch echt nicht so schwer sein. Oh Gott. Die unendliche Geschichte. Neverending Story. Ah. Ach Gott. So. Komm. Perfekte Parade. So. Ja, also aus den Attributs Widerstandsampullen, da kann ich mir auch ein Haus bauen mittlerweile. Kann ich die nicht einfach auf Gegner schmeißen? Zack. So, gehen wir nicht auf den Kack. So. Okay, hier habe ich zumindest schon mal gemerkt, am besten nicht mit Target Lock drauf. Okay, ich hätte beinahe geschrien. Wenn man da mit Target Lock drauf geht, dann läuft man so leicht schräg. Und dann hat man ein Problem. Okay, jetzt bin ich zwar wieder unten, aber zumindest halbwegs heil. Heißt, also ich kann jetzt einfach den Weg wieder zurück. Komm, komm, kletter. Oh, könnt doch nicht klettern. Oh, das tut mir aber leid. Ich merke auch gerade, mein Fokus geht gerade echt flöten, weil das deprimiert mich gerade hier echt. So. Ja, wenn man hier mit Target Lock, also mit Zielerfassung drauf rennt, dann hat man da so einen leichten Rechtsdrall. Und da kommt man dann leicht von der Bahn ab.
Na, oh, oh, oh. Was hab ich jetzt gemacht? Okay, 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 okay. Gut. Dann wieder nach unten. Jetzt sind wir gleich wieder bei der Murmelbahn. Okay, okay. Tief durchatmen. So. Da ist auf jeder... Da muss ich echt schnell sein. So, und... Shit. So, ich glaube, ich werde die Folge erstmal beenden, weil ich merke gerade, mein Fokus ist absolut nicht da. Ich werde mal versuchen, off-game an dieser Kugel vorbeizukommen. Off-Recording? Im Off. An dieser Kugel vorbeizukommen. Weil ich glaube, den Abschnitt habt ihr jetzt oft genug gesehen. Weil ich habe den oft genug gesehen. Und dann werde ich ab da, wenn ich hinter der Kugel bin, da geht die nächste Folge dann weiter. Hoffentlich. Oder dieses Spiel ist vorbei für mich. Alles klar. Danke fürs Zuschauen. Denkt dran, nett zu anderen Leuten zu sein, wenn sie es verdient haben. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und adios.